Die Landespolizeidirektion Burgenland veranstaltete gemeinsam mit dem Militärkommando Burgenland die Weihnachtsfeierlichkeiten der Assistenzsoldaten und der Polizei. Veranstaltungsort war diesmal die Wirtschaftskammer Burgenland. An dieser Feierlichkeit nahmen auch General Reinhard Schnakel in Vertretung des Herrn Bundesministers für Inneres, der burgenländische Landeshauptmann Hans Nissel und sein Stellvertreter Johann Schürz sowie zahlreiche Fest- und Ehrengäste teil. Kolleginnen und Kollegen von Polizei und Bundesheer arbeiten Jahr ein, Jahr aus, gemeinsam zum Schutz der Bevölkerung Österreichs. Es gilt daher, diesen Menschen einen besonderen Dank dafür auszusprechen, sagten der Landespolizeidirektor Magister Martin Huber und der Militärkommandant des Burgenlandes, Brigadier Magister Gernot Gasser, bei deren gemeinsamen Begrüßung. Geschätzte Ehren- und Festgäste, mein Name ist Martin Huber und als Landespolizeidirektor des Burgenlandes darf ich Sie sehr herzlich zur Weihnachtsfeier der Assistenzsoldaten und der Polizei willkommen heißen.
Wie im Vorjahr ist es eine gemeinsame Weihnachtsfeier von Bundesheer und Polizei. Wir stehen gemeinsam an der Grenze im Einsatz und möchten heute durch diese gemeinsame Weihnachtsfeier unsere hervorragende Zusammenarbeit auch nach außen hin dokumentieren. Diese Weihnachtsfeier dient vor allem dazu, den Soldatinnen und Soldaten und Polizistinnen und Polizisten, die rund um die Uhr für unsere Sicherheit an den Grenzen sorgen, Dank zu sagen und ihnen unsere aufrichtige Anerkennung und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Sehr geehrte Ehren- und Festgäste, geschätzte Kameraden der Polizei und des österreichischen Bundesheeres, mein Name ist Gernot Gasser, ich bin der Militärkommandant des Burgenlandes. Dem Militärkommandant obliegt die militärische Führung des Assistenzeinsatzes, die Masse unserer 450 Soldatinnen und Soldaten. Wir überwachen gerade die Staatsgrenze. Ein Teil, stellvertretend für Sie alle, ist hier bei der Weihnachtsfeier eingetreten. Es wurde schon sehr viel gesagt, aber eines muss man unbedingt erwähnen und ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hans-Peter Doskozil hat seine Aufgabe hervorragend gemacht. Es wurde nicht gespart und ich kann berichten, dass die neue Bundesregierung im Bereich der Sicherheit, im Innenministerium und auch im Verteidigungsministerium nicht sparen braucht. Das heißt, hier gibt es kein finanzielles Limit, sondern hier geht es darum, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Es wird viel Neues geben, es wird 2000 Planposten bei der Polizei neu geben, es gibt alleine 500 Planposten im Bereich der Cyberkriminalität, das wurde heute schon angesprochen, auch Dienstzuteilungsplanposten werden entstehen, es wird eine neue Polizeilehre geben und so weiter und so fort. Das heißt, es wird zukünftig neue Veränderungen geben, Herausforderungen geben und mir bleibt nur eines zu sagen, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz, Dankeschön, dass er hier für die Sicherheit in der Bevölkerung sorgt. Und ich wünsche so auch ein frohes Weihnachtsfest und alles, alles Gute für 2018. Unser Heimatland Burgenland ist einwohnermäßig das kleinste der österreichischen Bundesländer. Aber es gibt einen großen Zusammenhalt und es gibt ein großes Miteinander. Und ich sehe diese vorweihnachtliche Feier auch als Zeichen dafür, dass dieser Zusammenhalt gegeben ist, dass die Einsatzkräfte, Polizei, Bundesheer, miteinander Dienst versehen, einen ausgezeichneten Dienst versehen und dass auf der anderen Seite auch miteinander gefeiert wird. Und dieser Zusammenhalt und das Miteinander gibt es im Sicherheitsbereich und auch in vielen anderen Bereichen unseres Heimatlands Burgenland. Und im Namen unserer Bevölkerung, der Burgenländerinnen und Burgenländer, aber auch im Namen der burgenländischen Landesregierung, möchte ich gleich zu Beginn allen Einsatzkräften der Polizei, an der Spitze dem Polizeidirektor, aber auch allen Soldaten des österreichischen Bundesheers, an der Spitze dem Militärkommandanten, danken für diese wichtige Aufgabe, die Sie übernommen haben, nämlich die Grenze zu sichern, zu kontrollieren, der Schlepperkriminalität entgegenzuwirken und die illegale Migration auch zu verhindern.